Ja. Ja, hi, wer bist du denn? Da bin ich ja jetzt mal gespannt auf deine Performance. Kannst du dich einmal kurz vorstellen und was du denn heute machen möchtest? Ja, grüezi, ich bin Christine und ich würde heute mega gerne einen Song für euch performen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe da meinen kleinen, das ist mein kleiner Glücksbringer, den wollte ich da gerne euch geben, ja. Der hilft mir immer so ein bisschen. Und ja, ich singe heute Daylight in Your Eyes. Also ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber darum geht's auch nicht. Ich habe nur einen Song gehört, Daylight in Your Eyes, da bin ich mal gespannt. Schaff das. I wanna be daylight in your eyes, I wanna be sunlight only warmer. Stopp. Nee, also, damit willst du jetzt erfolgreich sein, glaub es mir. Singen solltest du nicht, das was du vorher erzählt hast, das war schon deutlich besser als dein Singen sogar. Also, Also, du hast schon eine angenehme Stimme, aber es war halt ein bisschen schief. Also, ich glaube, heute wird das nicht. Also, wir reden hier noch von der gleichen Person. Ja? Das heißt schief? Nein! So, von mir ein ganz klares Nein, sorry. Aber das andere war ganz süß. Aber singen bitte nicht. Damit wirst du nicht erfolgreich. Raus. Hi, ich bin die Chantal, ich komme aus Berlin und ich rappe jetzt. Ich habe das, ich will den Flow jetzt, also ich will für euch rappen. Okay, du möchtest also rappen, okay, ja. Das ist ja die erste Chantal aus Berlin, die für uns rappen möchte, ne? Bitte, wir hören gespannt zu. Jo, ich bin Chantal, ich komme aus Berlin, ich bin 17 Jahre alt und ich will zu DSDS. Aha. Stopp! Ja, tut mir leid, du musst auch mal an unsere Ohren denken. Ja, meine bluten auch schon. Aber was soll das denn? Ganz klar, nein, also kommt gar nicht in Frage. Warum wird so eine wieder in die Show gelassen? Das verstehe ich nicht. Hä? Wofür werde ich hier eigentlich bezahlen? Hi, ich bin Natascha und ich möchte Topmodel werden. Also ich muss sagen, sie ist wirklich richtig gut. Es ist fabelhaft, Girl. Es ist fabelhaft. Bleib so, wie du bist, Natascha. Und so wirst du ein Topmodel. Glaub es mir. Ja, also deine Attitude, ne, die ist on fleek. Wirklich. Es ist perfekt. Ja. Es ist perfekt. Also, wir bräuchten das heutzutage gar nicht mehr, wenn es hunderte von dir geben würde. Oh. Also, Natascha, du bist natürlich weiter. Du bekommst die Beauty-Bibel. Sowas von. Oh mein Gott, das ist Johnny Jumper und he's getting really ready. Ja, ist er super in Form. Oh schau, er ist richtig vorbereitet. Und oh, jetzt wird's schwierig. Oh, schafft er das? Yeah! Oh, ich glaube, er fällt gleich runter. Das wird. Oh. Man sieht schon, seine Puste ist fast alle. Aber ich glaube, er schafft es. Das sieht doch lecker aus. Das kann ich nicht essen, ne? Weil wenn ich das esse, da verzichte ich lieber. Da esse ich lieber 3 Tage gar nichts, aber das esse ich nicht. Also den Stern musst du holen. Ich weiß es nicht. Diese Prüfung ist einfach... Kann ich die Chips essen oder muss ich die... Da sind ja ganz schön viele Proteine drin. Gönn dir das. Oh, du musst die Sterne holen, ne? Die sind sonst alle so sauer. Unsere lieben Promi-Bewohner. Bleib ruhig. Nein, ich hab so eine Spinnphobie. Ich schaff das nicht. Die werden nichts machen. Ich helf dir. Los. Ich glaube, das mit dem Stern können wir heute vergessen. Kann ich die Aufgabe übernehmen? Meine Damen und Herren, wir sind wieder von der Werbung zurück und ich habe etwas, einen Klassiker. Für unsere ältere Generation haben wir heute 2 Topstars. Das ist The Light! Und nun auf der Bühne The Light. You're my heart, you're my soul. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem Jahrhundertquiz. Ich habe 2 super Kandidaten. Ihr seid Geschwister, habe ich gehört. Wie heißt ihr denn? Ich glaube, wir jetzt. Also ich bin in die Kamera oder ich bin Maren und das ist Carsten. Liegt bei uns in der Familie. Wie wär's mit der Frage? Ja, mit der Frage. Ja, ihr seid ja richtig lustig. Gut, wir kommen zu eurer ersten Frage. Seid ihr bereit? Wie viele Ecken hat ein Viereck?
Also ich würde da am liebsten jetzt eigentlich eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, aber anscheinend haben wir nicht die Sendezeit. Nee, pass auf, ein Viereck hat vier Innenwinkel, ja? Ja, aber ich denke, Maren, das ist 360 Grad. Ich glaube, das ist eine Fangfrage, die wir hier gerade gestellt bekommen. Wie viele Ecken hat ein Viereck? Ihr habt nur noch 30 Sekunden. Wir sagen 7. Abbruch, Abbruch. Neu. Wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen beim Tanzfestival 2020. Wir haben heute die Ehre, den amtierenden deutschen Hip-Hop-Weltmeister in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Ihre Sendezeit. Das bin ich. Ich bin der deutsche Meister. Okay, das ist der deutsche Meister und er möchte uns jetzt zeigen, was Sie wollen wahrscheinlich was sehen, oder? Okay. Ja. Diesen Tanz habe ich im Finale aufgeführt. Der hat mir auch den Titel dann gesichert. Ihre okay? Klatschen Sie auf meine Hand. Wow. Oh mein Gott! Das war ja wirklich eines der Meisterstücke. So, und jetzt gehe ich rein und rocke die Show. Jetzt bin ich aber gespannt auf den deutschen Meister. Dann würde ich sagen, die Bühne gehört dir. Oh, das war die Tür. Darf ich nochmal? Herzlich willkommen bei Deutschlands Nachwuchsschauspielern. Ihr beiden seid? Ich bin die Maria. Ich bin Sven von und zu Meier. Wir haben ja schon Erfahrung, wir haben ja schon ganz viele Formate. Also ich verstehe auch nicht, warum wir hier überhaupt mitmachen. Ja, also, ich habe letztens was vom Broadway bekommen und jetzt muss ich in diese Castingshow. Aber gut. Aber wir wollen euch halt einfach mal unser Talent zeigen. Okay. Nein! Wie konntest du mir das antun? Ich gehe jetzt! Halt! Nein! Nicht ohne mein Herz! Nein. Denn mein Herz ist nicht ohne dich! Ich muss euch sagen, es waren unvergessliche Momente, unvergessliche Wochen, die wir hier hatten. Ich schaue zurück und sehe nur schöne Erinnerungen. Und jetzt sehe ich diese beiden bildhübschen Frauen hier. Und eine hat mein Herz gestohlen. Die eine. Vanessa, kommst du bitte? Hallo. Vanessa, es waren unvergessliche Wochen, die wir hier hatten. Du bist eine Frau, die einfach nur, was soll ich dazu sagen, einfach nur wow. Einfach nur wow. Also das, was wir hier erlebt haben, das zu verdrängen aus meiner Erinnerung, aus meinem Herzen, es ist unmöglich. Besonders bei dem Tauchen, mit den Fischen. Es ist unvergesslich. Oh, das ist so schön. Nun folgt eine Entscheidung, wo ich wünschte, dass es einfacher für mich wäre. Denn das hier ist leider nicht für dich. Trotzdem, bitte follow mich noch auf Instagram, okay? Du hast mein Herz gebrochen! Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, diese beiden Damen jetzt anzukündigen. Vor 2 Wochen haben sie das ganze Stadion in Bielefeld gefüllt und heute sind sie bei uns in der Show. Das sind Kim und Barbara! Hallo, Bielefeld! Wir sind, wo sind wir lang gelaufen? Wir sind in die Innenstadt gegangen und da kam ein Typ und meinte so, was hast denn du für Schuhe an? Verkaufst du Schuhe? Kann ich deine Schuhe kaufen? Ja, und ich dachte mir so, nein, die habe ich selber gekauft. Okay. Ja, Leute, ihr habt es gesehen und es hat richtig Spaß gemacht. Wirklich? Ja, es war schon sehr witzig. Wir müssen natürlich an dieser Stelle noch sagen, wir haben alles hier ein bisschen, ne, witzig. Genau. Ein bisschen überspitzt dargestellt. Das ist vielleicht nicht immer ganz so ernst gemeint, sondern einfach nur witzig dargestellt. Ja, und ich glaube, so war es auch. Genau, vielleicht für uns. Genau. Habt ihr ein oder das andere erkannt? Oder war wiedererkannt wahrscheinlich nicht für euch selber. Nein. Wäre schwierig. Wenn es so ist, dann sorry. Ja, aber vielleicht von so einer Art und Weise. Wie gesagt, es war einfach lustig. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ist denn eure Lieblings-Castingshow bei uns hier bei Spielbühne gewesen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Also in dem heutigen Video meinen wir damit, ne? Also wir haben sonst keine Castingshows hier, ist klar, ne? Gut. Ja, das ist... ja, aber es kam eher so rüber so, ja, was gefällt euch hier bei Spielbühne an Castingshows am besten? Als wäre Freunde, wir gehen eine Castingshow. Ja. Vielleicht für einen schlechten Film. Gut, ihr Lieben, ja. Bianca kommt nicht mehr klar, ich übernehme. Hey!
Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Show euch heute hier am besten gefallen hat oder wo ihr gesagt habt, oh, nein, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.